Hallo meine lieben Freunde, heute sind wir mal wieder in meinem Garten und nein, ich sitze nicht mit einer Pfeife am Tisch, weil ihr habt es natürlich im Videotitel schon gelesen. Es geht heute wieder um eine Zwille. Es geht wieder ums Zwille-Schießen. Das letzte Zwillen-Video, das wurde ja überraschenderweise von euch sehr gut aufgenommen und ich wurde sogar gebeten von vielen Zuschauern, hey, mach da doch mehr, das ist irgendwie interessant. Okay, ne? Das ist gerade mein Hobby Nummer Uno, deswegen bin ich da gar nicht traurig, wenn ich das mit euch teilen darf. So, ihr kennt mich, wie ich bin, wenn ich ein neues Hobby habe, dann will ich immer viel und ich will immer mich drüber informieren und ich will ja mich da reinfuchsen in das Thema und das habe ich jetzt getan ein paar Wochen lang und habe mir natürlich auch wieder neue Zwillen besorgt und eine davon stelle ich euch heute vor, die Simple Shot Bean Flip. Das ist dieses schöne Teil hier. Man sieht sofort, das hat nicht mehr viel zu tun mit den Y-förmigen Holzgabeln, sondern es ist gefertigt aus grünem Kunststoff. Es gibt mehrere Farben, es gibt schwarz, es gibt rot, es gibt verschiedene Farben. Ich fand grün am coolsten. Wie man die Bänder jetzt montiert hier dran, das zeige ich euch noch. Ich habe das jetzt hier schon mal dran gemacht. Aber ich habe es gefilmt und das zeige ich euch dann einfach später auch noch im Video. So, schauen wir doch mal, was die Bean Flip mit dabei hat. So bekommt ihr das gute Stück in einer Tüte, verschlossen mit Klammern. Das ploppt ihr auf und das finde ich halt schon mal cool. Ne? You've got a new slingshot, now master it. Also man wird halt hier aufgefordert. Ja, werde einfach der Master of Slingshot. Genau, so wie ich sozusagen. Nicht. Ja. Dann ist natürlich erstmal die Bean Flip drin. Sieht erstmal unspektakulär aus. Ne? Aber die hat's, ich vermute mal, die hat's in sich. So, dann was haben wir denn noch? Hier haben wir ein bisschen Zielmaterial, das ist eine kleine schnelle Zielscheibe zum Hinhängen, hinstellen. Ein SimpleShot.com Sticker. Hier sind diese Stöpsel nebst Kugeln zum Befestigen der Bänder. Das zeige ich euch später noch. Und hier ist die Anleitung, wie man die Bänder befestigt, Schritt für Schritt, aber wie gesagt, das zeige ich euch noch und hier seht ihr auch mal ganz klar den Unterschied zwischen Over-the-Top-Shooting und Through-the-Fog. Das ist, hier sieht man es mal schön direkt gegenübergestellt, was ist was. Überrascht bin ich jetzt, dass hier zwei Bänder drin sind, zwei Bandsets drin sind. Hier Clay Ammo Bandset, das heißt, ja, zum Schießen von diesen Tonkugeln und eben ein Slingshot Bandset. Was es damit genau auf sich hat, ja, muss ich mir noch durchlesen. So extrem tief drin im Thema bin ich jetzt auch noch nicht. Aber hier sind eben zweierlei Bandsets. Und zwei Röhrchen mit Munition. Hier ist die besagte, die Tonkugeln, die Clay Ammo, sieht man hier. Die sind ein klein bisschen größer wie die, die ich benutze. Hier seht ihr meine. Die sind ein klein bisschen größer. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Spiegelt ein bisschen. So sieht man es. Die sind ein klein bisschen größer, die hier drin sind. Ich bin gespannt, wie die fliegen. Man wird sehen und hier ist eben Stahlmunition. Ja. Das gleiche nochmal in Stahl. Ja, jetzt werde ich mal den
Müll wegschmeißen, den wir nicht mehr brauchen, und dafür sorgen, dass die Bänder hier drankommen. Gut ist auch, dass man hiermit sowohl Tubes als auch Flatbands schießen kann. Flatbands sind, warte mal, ich zeig's euch mal. Ich mache jetzt mal, ja, gut. Ich starte jetzt mal mit Clay Ammo. One complete blend set. Draws light and hits hard. Okay, das ist wahrscheinlich deswegen, weil die Tonkugeln sind leichter. Und deswegen schlagen sie halt das für Tonkugeln vor, ja, weil die nicht so stark sind, die Bänder. Und für Stahlmunition brauchst du halt dann ein klein bisschen mehr Zugkraft. Ich werde hier jetzt trotzdem mal die hier montieren, die für Clay Ammo. Ganz einfach, weil ich die schwerwiegend Clay Ammo schieße. Jetzt gerade zur Zeit zumindest. Und hier sieht man schon, das ist schon komplett fertig montiert. Ja. Und die werden wir jetzt montieren. Werde ich euch zeigen, wie das geht. Ich habe mich jetzt gerade nochmal umentschieden. Ich mache jetzt doch die für Stahlkugeln drauf, die stärkere. Ihr seht nämlich auch hier deutlich, das ist die Tonmunition. Die sind schmäler, die Bänder. Und somit nicht so hart. Und der Pouch ist auch ebenfalls zierlicher. Ja, oder, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Clay Ammo oder nicht? Ja, ich mache mal die hier für Stahlmunition drauf. Okay, also ihr startet folgendermaßen, dass ihr diese Stöpsel hier nehmt, diese Gummidinger. Ja, dort kommt die Kugel rein und es sind genau dieselben Kugeln, die ihr dann auch verschießt. Ja, die sind genauso groß, das sind genau dieselben Kugeln. Drückt ihr vorne rein. So. Einfach bündig. Jetzt nehmt ihr dieses Ding in die Hand. Und zwar, ihr seht, wenn ihr das Ding betrachtet, der Stiel hier, der ist nicht genau in der Mitte. Der ist ganz leicht versetzt. Und ihr dreht das so hin, dass er zur Handfläche hin sozusagen zeigt. Nicht zum Daumen hin geneigt ist. Nicht so rum. Ich hoffe, dass ihr das hier sehen könnt. Quasi. Und dann legt ihr die so vor euch hin. Nehmt das Pouch her. Dreht es mit der rauen Seite von euch weg. Ja? Legt dann die Bänder. Von vorne rein. Von vorne rein. So. Klappt es um. Noch ein bisschen mehr. Und drückt dann diesen Stöpsel hier rein. Einfach reindrücken. Und schon ist eine Seite montiert. Geht super easy. Sprich, dieser Nippel hier, der hier übersteht jetzt, der zeigt zu euch. Genau das Gleiche. Schauen, dass sich nichts verdreht. Machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Von vorne reinstecken. Umklappen, Stöpsel rein, dass es ungefähr gleich ist. Warte mal, das habe ich jetzt nicht sauber gemacht. So. Und auch wieder reindrücken. Zack. Und somit habt ihr nach ein paar Sekunden schon
eure Bänder montiert. Das ist, wie ihr schon sehen könnt, jetzt through the fork montiert, weil die Bänder laufen über die Seite, nicht oben drüber. Ja, das wäre over the top, das ist through the fork. Through the fork mache ich deswegen jetzt, weil es ist leichter. Ja, das ist so wie mit Stützrädern Fahrradfahren. Es ist einfach einfacher. Nicht total zielsicher und völlig idiotensicher, aber es ist auf jeden Fall für den Beginner nicht so schwierig. Ja. Und jetzt haben wir schon echte, schöne Power. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Teil hier performt. Ja, schießen wir mal ein bisschen. Wie hält man jetzt diese Zwille hier? Wenn man die so sieht, dann wirkt sie ein bisschen unergonomisch. Ist sie aber nicht. Ihr seht, die ist nicht richtig symmetrisch. Das ist hier nach links versetzt, der Griff, so ein bisschen. Und die greift man folgendermaßen. Ihr haltet sie hier mit dem Mittelfinger hier rein, haltet sie hier oben fest und mit dem kleinen Finger geht die hier unten in dieses Loch rein. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch so greifen natürlich. Ich greife immer so. Und dann habt ihr, wenn dann der Daumen hier noch dagegen drückt, habt ihr eine super komfortable Schleuder. Die liegt super in der Hand. Hier vorne ist das Simple Shot Logo reingestanzt. Always wear safety glasses while shooting. Das ist, steht hier auch drauf. Ich trage jetzt meine normale Brille. Ich schieße nicht mit der Schutzbrille, weil ich in einen gepolsterten Kugelfang reinschieße. Die Chance, dass da Kugeln zurückkommen, ist so gering. Ich sag's nur, tragt Schutzbrillen. Ich persönlich trage keine, das ist aber meine Entscheidung. Das heißt, wenn ihr euch was rausschießt, dann ist es einfach eure Schuld. So. Was schießen wir? Wir schießen Stahlkugeln, 8 mm Stahlkugeln. Warum? Weil ich bloß in den Kugelfang da hinten reinschieße und dann kann ich die schöner wieder sammeln. Ja. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, mit diesen Tonkugeln hier zu schießen, aber wenn ihr in den Kugelfang reinfeuert und es wird irgendwie feucht oder so, da regnet es drauf oder so, dann habt ihr im Kugelfang drin dann den Barts und das will ich nicht. Deswegen, ja, ich werde mit Stahl das heute machen. Ja, was gibt es noch zu der Gerät zu sagen? Sie ist sehr, sehr flach. Und das ist der Grund, warum ich mir die hier geholt habe. Warum? Weil ich habe hier noch ein paar Beispiele für euch von meinen Zwillen, die ich sehr mag. Das ist auch die Simple Shot Scout. Die ist super bequem, aber die hat halt hier den Nachteil, die hat so einen wahnsinnig massiven, fetten Griff. Und der ist super komfortabel. Hier sind auch die Vertiefungen. Die ist super komfortabel in der Hand, aber sie ist auch sehr dick. Das gleiche bei meiner Jörg Sprabe Rambone. Die trägt sich wie ein Handschuh. Da kann man so richtig reinflutschen. Aber die ist halt auch ein wahnsinniger Klopper. Und das gleiche hier mit der Hit X, die ich ja schon vorgestellt habe, die ich sehr, sehr gern mag. Aber die ist klein, aber auch dick. Und dadurch, dass dieser Griff hier so ein Profil hat, ist sie noch dicker. Und ich wollte was für die Arschtasche. Für meine Hosentasche. Und da bietet sich die halt an. Einfach weil sie halt so wahnsinnig dünn ist. Ja. Jetzt werden wir mal ein paar Schüsse, Treffer oder Nicht-Treffer sehen. Behaltet bitte im Blick, seid gnädig. Ich schieße seit ein paar Wochen.
Dafür finde ich es eigentlich zumindest passabel. Und ja gut, ich kann natürlich auch nicht jeden Tag stundenlang üben. Aber es wird. Ich zeige euch jetzt mal die Shooting Range sozusagen. So, hier sind wir schon bei meiner kleinen Shooting Range. Ihr kennt ja schon den Kugelfang von HitX mit diesen Lederplättchen. Das hat Durchmesser 5 cm. Und hier unten eben werden die Kugeln dann gefangen. Hier sind noch ein paar Blechdosen. Wobei ich von den Blechdosen jetzt so ein bisschen Abstand nehmen werde, weil ich wurde darauf hingewiesen von der Nachbarschaft, dass das sehr, sehr, sehr stören kann und dass das ziemlich kracht, wenn da eine Stahlkugel reinrauscht. Ich verstehe es ja, das kann natürlich stören und deshalb werde ich jetzt hier quasi nur noch auf dieses Leder, auf dieses Stückchen Leder schießen, das ist nicht so laut. Ja, und hier ist halt eben noch eine PET-Flasche. Das heißt, das ist noch ein Vorteil vom Zwillen-Hobby. Man kann sich sehr, sehr preiswert auch Ziele schaffen. Ja. Hier ist noch so ein kleiner Hocker, wo ich so, irgendwelche Dosen draufstellen kann oder so. Hier ist dann das Planschbecken von der Tochter missbraucht worden, das, wenn ich mal hier treffe und hier Kugeln. Ah, hier ist sogar noch eine Kugel drin. Wenn ich hier mal treffe und die Kugeln runterfallen, dass sich die quasi dann hier sammeln und ich die dann mit einem starken Magneten rausfischen kann. Aber gut, das ist jetzt alles, tut generell nichts zum Thema. Das wird auf jeden Fall hier das Ziel sein. Wie gesagt, 5 cm, ungefähr 10 Meter Distanz. Ja, nur dass ihr das mal gesehen habt. Ihr habt es gesehen, ich bin mit der Zwille auch noch kein Paganini, denn der hat ja leidenschaftlich gerne Zwille geschossen. Aber es wird besser. Wenn ihr mal bedenkt, bei meinem Video mit der HitX hat jeder 30. Schuss getroffen. Jetzt trifft halt jeder 4. oder teilweise sogar jeder 2. Ja, man wird sehr viel besser. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch eine Zwille, schnitzt euch eine, informiert euch da ein bisschen. Das ist ein super, super geiles Hobby und übt es. Was kann ich jetzt zu dieser Zwille hier speziell sagen? Es ist derzeit von denen, die ich habe, und ich habe auch noch 2 HitX, da kommen noch Videos dazu. Das ist von denen,
Das ist von denen, die ich jetzt habe, meine Liebste. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Ich mag, wie gesagt, das flache Profil. Die ist handlich, die ist nicht schwer, die kommt in die Hemdtasche rein, in die Hosentasche rein. Sie ist vielleicht noch nicht mal eine EDC-Zwille. Weil bei EDC würde ich jetzt wirklich sagen, okay, irgendwas richtig Kleines, da habe ich jetzt gerade noch gar nichts. Aber die ist dünn, ist leicht, ist unkompliziert. Man kann auch hier Tubes reinmachen. Übrigens, ihr seht hier diese kleinen Schlitze. Da kann man auch Tubes reinspannen in das Ding. Das heißt, es ist super, super vielfältig und unkompliziert. Und ich liebe es, wenn etwas unkompliziert ist. Simpel. Eben Simple Shot, ja. Ihr steckt das Band rein, flop, flop, drückt diese Stopsel rein und das Teil ist ready to roll. Und das finde ich cool, wenn mal irgendwas reißt. Ich mag diese Methode nicht so ganz mit diesem umwickelten, mit dieser umwickelten Gabel. Nicht, weil das nicht halten würde, nicht, weil ich dafür zu blöd bin, sondern es ist komplizierter. Und ich finde das halt cooler, wenn du das einfach reindrückst, pam, pam, dann ist das drin und ihr könnt in die Hosentasche, raus aus der Hosentasche und weiter geht's. Was ich euch noch empfehlen würde, das Lanyard, was hier dran ist, benutzt es. Ich persönlich gebe euch hier den Tipp, viele mögen es nicht, viele lieben es und ich persönlich liebe es. Einfach nur Hand durchfädeln und dann in die Hand nehmen, hat den Vorteil, dass diese Schnur, die hier dran ist, die Zwille hält und stützt. Das heißt, wenn ich jetzt die Zwille ziehe, ich kann theoretisch loslassen. Ich halte die jetzt gar nicht mehr. Ich lasse los, ich habe eine flache Hand. Die wird zusätzlich noch durch diese Schnur gehalten. Und es ist mir sogar schon passiert, dass ich irgendwie dachte, dass ich jetzt irgendwie zu cool schießen muss, habe die Zwille nicht richtig gehalten und plötzlich rutscht die mir aus der Hand. Und das Problem ist, ihr kriegt die komplette Zwille dann natürlich voll ins Fressbrett, weil, die Pouch sitzt halt hier hinten, ja? Und die Zwille folgt ihr, ja, klar. Die Pouch ist relativ dünn, das finde ich gut. Das führt dazu, dass man die Kugel gut fühlen kann, wenn ihr die Kugel da drin habt. Und das mag ich. Ja. Und sie ist nicht mal besonders teuer. Ich muss wirklich jetzt ein bisschen schon fast was Negatives suchen bei dem Ding, weil sie ist dünn. Sie ist vielleicht ein bisschen, für den ein oder anderen könnte sie ein bisschen zu unergonomisch sein. Es kann sein, dass ihr halt auf sowas hier ein bisschen mehr steht. Dass ihr so ein bisschen mehr Struktur zum Greifen habt. Und das verstehe ich. Ja? Doch dazu kommen noch Videos. Ja? Aber diese hier, wenn ihr was Leichtes, Kleines, Schlankes sucht, für die Arschtasche, für die Hosentasche, für die Hemdtasche sogar, theoretisch, also das ist, der ist derzeit mein absoluter Favorite, weil die ist auch so, die schießt sich so schön, die liegt so schön in der Hand und ja, toll. Einfach toll. Ich bin total begeistert von dem Ding, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Holt sie euch in verschiedenen Farben, wie gesagt, möglich. Ja, ist eh eine coole Firma. Die haben viele coole Zwillen, aber das ist meine Liebste zurzeit. Ja. Was soll ich noch sagen?